Flo, weißt du eigentlich, wie ich meinen 125er Führerschein bestanden habe? Du Penner, also, Alter! Dinge sind auf jeden Fall nicht. Na, jetzt Real Talk, weißt du, wie ich den bestanden habe? Erzähl mal. Ich habe jedem Video, was ich gefeiert habe, einen Daumen rauf gegeben. Und dann habe ich den bekommen. Boah, so einfach? Ja, wirklich. Chillig. Wusstest du, dass viele Leute das vergessen? Nein, im Ernst, Leute, lasst jetzt für den Algorithmus einen Daumen nach oben da, damit viele andere das Video sehen können. Ihr würdet mir damit einen riesen, riesen Gefallen machen. Gefallen machen. Mashallah. Nein, ist natürlich nur ein Spaß, aber wenn ihr den Daumen raufgeben würdet, würde mir das sehr, sehr viel bedeuten und helfen, dem YouTube-Algorithmus dieses Video weiter zu pushen, damit viele andere Menschen das Video auch noch sehen können. Aber ja, es geht in der Tat um den... Hast du das Bild eigentlich schon eingeblendet? Nee, aber ich glaube, ich mache gleich nochmal ein Foto davon und dann blende ich das nochmal richtig ein. Ja, super, perfekt, dankeschön. Ist mir überhaupt nicht unangenehm. Es geht um den 125er Führerschein, weil Flo, der gerade hinter der Kamera ist, er hatte und hat immer noch einen 125er Führerschein. Ich habe damals auch angefangen mit Ende 16. Das hört sich voll komisch an und hat immer noch einen 125er Führerschein. Ja, gut, also er steht ja hier drauf, ne? Ja. A1, hier, ich habe den gemacht am 16.09.2010 und viele von euch, das weiß ich, fragen sich immer wieder, hey, soll ich einen A1-Führerschein machen, soll ich einen 125-Kubik-Führerschein machen? Lohnt sich das überhaupt? Weil es sind ja nur 2 Jahre und dann könnte man den großen machen. Aber aus meiner Sicht und auch aus Flo's Sicht, sage ich jetzt einfach mal, lohnt es sich zu 100%. Warum es sich lohnt, das erzählen wir euch natürlich auf dem Motorrad. Deswegen satteln wir auch jetzt direkt auf und düsen dann ein bisschen los, machen ein paar Wheelies und dann erzählen wir mal, beziehungsweise schwelgen so ein bisschen in alten Erinnerungen. Das würde eigentlich ganz cool werden, oder? Ich finde das auch gut, dass wir nur deinen Führerschein zeigen. An der Stelle. Zeig mal deinen. Nee, auf keinen Fall. Doch, komm, zeig mal, wo ist der? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Also den blendest du auch an. Also hiermit erteile ich den Auftrag, dass du deinen Führerschein jetzt genau hier einblendest. So, und jetzt gehen wir aufs Bike. 3, 2, 1, let's go. So, Freunde, wir sitzen jetzt auf dem Motorrad Husqvarna FE501 und KTM 690 SMCR, mal wieder von Annika geklaut. Was denkst du dir eigentlich dabei, dass du die ganze Zeit das Motorrad von Annika hier missbrauchst? Ja, Annika ist ja zum Glück gerade nicht da. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Eben. Nein, ich hab das natürlich mit Sören die ganze Zeit abgequatscht und ich denke, dass Annika mir vertraut, dass ich damit pflegen und ordentlich umgehe und da nichts dran kaputt mache. Und großes Dankeschön geht natürlich raus an Annikas Vertrauen. Kuss! Leute, an der Stelle kann ich euch sagen, wenn die Kamera nicht läuft, Flo behandelt das Motorrad wie ein Stück Scheiße. Kleiner Spaß, er macht das wirklich gut. Genau, es geht ja um das Thema 125 Kubik Führerschein. Genau. Mit 16 bzw. 17, ob das sinnvoll ist. Und wirklich, ich bin zu 100% überzeugt, dass es jeder machen sollte, weil, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe die allergeilsten Erinnerungen, wenn ich an die 125er-Zeit zurückdenke. Wie ist das bei dir? Safe, auf jeden Fall. Und ich sag jetzt wieder was, wo ich wieder Hate für bekomme, aber es ist mir scheißegal. Lass mal geradeaus. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wofür ich jetzt wieder übel Hate bekomme, aber es ist mir echt egal, weil es ist ja meine Meinung so, ne? Und zwar finde ich, so gerade jetzt hier in der Stadt und so, klar, auf dem Land ist das nochmal was anderes, das differenziere ich, aber ich finde, den 25er Führerschein, den man machen kann, mit 14, 15? Ja. Und den 50er Führerschein irgendwie, also es wäre für mich nie eine Option gewesen und ist für mich auch keine Option, weil fährst in der 30er-Zone mit so einem 25er-Roller, kannst du nicht 30 fahren und du bist ein fahrendes Verkehrshindernis für alle Leute. Und es ist, oder wenn du auf Hauptstraßen fährst, auch mit einem 50er-Roller, dich überholt mal, was natürlich passieren kann, mal ein LKW oder so, es ist total unangenehm und total gefährlich. Und nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Und keine Ahnung, ich bin halt null Fan von und deswegen feiere ich 125er-Führerschein umso mehr. Du kannst in der Stadt vernünftig mitfließen. Du kannst selbst auf der Autobahn vernünftig mitfließen. Und also ist nur geil. Und mit fucking 16. Ich meine, guck mal, du kannst 2 Jahre, bevor du 18 bist, überall hinfahren, wo du möchtest. Du bist einfach nicht mehr abhängig von deinen Eltern. Und es ist auch noch nebenbei, oder du steigst nebenbei in ein extrem geiles Hobby ein. Und zusätzlich, wenn du mit 16 deinen Führerschein pünktlich machst, bist du mit 18 aus der Probezeit raus. Stimmt, mit der Probezeit, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und was du gerade erwähnt hast, da möchte ich nochmal hinzufügen. Freunde, wenn ihr eine 125-Kubikmaschine habt, ja, die meisten sehen ja wirklich aus wie ein großes Motorrad. Ich sag euch, da macht ihr bei den Chicks den besten Eindruck. Einfach noch einen fetten Sportauspuff drunter, der ordentlich ballert und knallt. Ihr seid zwar nicht schnell, ja, aber ihr seid lange laut.
sehr, sehr lange laut, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben kann, aber den ersten Punkt fühle ich. Wirklich, das ist so geil. Ich weiß noch damals, da hatte ich dann meine YZF-R125 und ich habe ein Mädel damit abgeholt und die war erst so ein bisschen skeptisch und hat so gesagt, ja, so Motorrad, 125 Kubik, hat dann gefragt, wie viel PS hatte ich? So, ja, 15. Und die so, ja, okay. Und dann hat die sich draufgesetzt, ich bin mit der eine Runde gefahren. Digga, also... Safe Nummer. Safe Nummer. Also, ja, also es ist auf jeden Fall geil. Und ich meine, ich habe auch eventuell schon die ein oder andere Chance gehabt, ein Mädchen mitzunehmen, die ich extrem hübsch fand, aber beziehungsweise auch geile Momente halt haben. Aber mir geht's halt, mir geht's halt primär darum, eventuell auch anderen Leuten so ein bisschen das mitzugeben. Aber natürlich ist das natürlich ein netter Nebeneffekt, wenn man gar hübsches Mädchen ist oder so. Aber ich denke zum Beispiel an auf normale, was heißt normale Freunde? an normale Menschen denkst du auch. An halt auch meine männlichen Freunde oder so, denen ich halt das Hobby ein bisschen näher bringen kann und halt auch so geile Momente scheren kann. Weißt du, das ist halt auch extrem geil. Und das halt, wie gesagt, mit fucking 16. Eben, man ist nicht mehr angewiesen auf die öffentlichen Verkehrsmittel, das predige ich ja immer. Also ich persönlich, ich hasse es, Bahn zu fahren. Bahn und Bus, es ist so schrecklich. Vor allem dann Berufsverkehr oder wenn alle Schule aus haben, dann hängst du da wirklich so in der Ecke. Ja. Dann kommt einer, der vielleicht 2 Tage lang nicht geduscht hat und ordentlich geschwitzt hat heute. No front, aber es gibt halt so Menschen, ihr wisst, wovon ich rede. Und ihr seid einfach da drin, ihr könnt nichts machen, dann hat der Bus Verspätung und bla, ihr könnt euch nicht richtig aussuchen, wo ihr hin wollt. Oh, das ist einfach schrecklich. Und mit einer 125er, ihr könnt in die Schule fahren, ihr könnt am Wochenende Trips machen mit den Freunden. Und bei mir war es damals so, dass ich dadurch wirklich so viele Leute kennengelernt habe. Wirklich, das ist unfassbar. Und Flo war ja eigentlich auch zu der Zeit, wo er noch 125 Kubik Führerschein hatte, am Stahlwerk. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Das heißt, so viele geile Freundschaften sind durch das Motorradfahren entstanden. Und allein deswegen, das wäre schon ein Grund, wo ich immer sagen würde, so ganz ehrlich, 125 Führerschein, auch wenn der wirklich teuer ist. Ich glaube, der kostet ja mittlerweile 1400 Euro oder so. Ich habe damals, glaube ich, knapp 1100 gezahlt und das fand ich schon extrem viel, weil du ihn eben nur 2 Jahre hast und dann musst du wieder Kohle investieren. Wobei man da auch sagen muss, ein bisschen weniger. Ne? Dadurch, dass man 125er hat, zahlt man dann am Ende nicht so viel, weil man nicht mehr so viel Fahrstunden braucht. Aber es ist trotzdem heavy. Digga, was macht eigentlich der LKW hier? Er fährt so langsam. Ah, okay. Warnblink, ja, perfekt. Ich muss nochmal dazu, also nochmal anknüpfen, gerade was du sagst. Du hast halt extrem geile Zeit und ich sag bis heute, ich meine, wir haben, ja, ich habe schon viel auch geile Sachen erlebt und auch viele geile Sachen machen können, aber auch unsere Trips nach Schweiz, Österreich, Italien und so, voll geil, aber ich muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag, fand ich meine 125er Zeit noch ein Tick geiler. Ja, oder? Ohne Scheiß, das fühle ich zu 100%, die war einfach nochmal intensiver, die war einfach nochmal sowas von viel intensiver. Nee, aber finde ich einfach top. Ich weiß auch nicht, woran das lag oder so, aber auch, wenn ich damals, ich habe einen Kumpel, der hat damals so eine, voll geil eigentlich, eine Honda Varadero oder so gefahren. Ja, diese Zweizylinder, ne? Ja, genau. Ja, die so, also das war ein richtig hässliches Kackteil, aber der Sound war eigentlich gar nicht so schlecht. Der Sound war... Peinlich! Das, mir ist die Kupplung ausgerutscht. Ich habe heute schmierige Finger. Ja? Auf jeden Fall, voll geil, also Sound okay, war geil, der hat einen Aero da dran gehabt, aber gemütlich war das Teil, der hatte immer Kekse dabei, unter der Rücksitzbank. Der hatte Kekse dabei? Ja, immer. Also so Kekse oder Kekse? Nee, schon so Butterkekse, so Cookie mit Schokolade, also voll geil eigentlich. Ich habe mich mit ihm um, weiß ich nicht, sagen wir mal so 11 Uhr in den Ferien verabredet, dass wir uns am Haus Scheppen treffen. Ja. Um 12 Uhr war er dann da. Ja, komm, rüber. Bitteschön, schönen Tag noch. Ciao. Da hat die sich aber gefreut, du Mensch. Ich sag ja, Chick Magnet, die netten Motorradfahrer, du. Ja. Aber erzähl weiter. Ja, und dann haben wir uns um 11 Uhr im Haus Scheppen verabredet, kennst du ja auch noch. Ja, klar. Und 12 Uhr war er dann da, dann habe ich meistens so eine halbe Stunde auf ihn gewartet. WTF! Ja, also ehrlich, es war immer so. Ich habe schon teilweise danach getimed, so wann ich da ankomme. Aber ich habe schon halt teilweise danach getimed und alles, dass er, weil ich davon ausgegangen bin, dass er wieder eine halbe Stunde zu spät kam. Aber egal, und auf jeden Fall sind wir dann
nach Felbert rübergefahren zu Müllermilchkurven sind. Oh, Müllermilchkurven. Felbert zum Sender gefahren und alles, sind dann Effinghauser Schweiz. Also wir sind so viel gefahren und es war einfach so eine verdammt geile Zeit. Und später halt wieder am Haus Scheppen sind wir dann immer noch eine Pommes essen gegangen. Und als wir dann von da aus zurückgefahren sind, wir hatten ungefähr den gleichen Weg, aber dann an einer Kreuzung hat sich unser Weg so richtig Fast and the Furious mäßig getrennt und so, und dann guckt man sich immer hinterher und also, das sind so Erinnerungen, die bleiben einfach drin und oh, das sind einfach die geilsten Erinnerungen, finde ich. Eben, was du gerade gesagt hast, Müllermilchkurven, da habe ich auch ganz, ganz viele Erinnerungen, positive, aber auch negative. Denn ich wurde da des Öfteren von der Polizei angehalten, weil ich wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, kleine Anekdote, auch mit meiner 125er, ich bin immer 60 Kilometer nach Felbert gefahren, okay, nur wegen diesen Kurven, das waren drei Kurven und dort habe ich dann immer 2-3 Stunden trainiert. Also ich bin die ganze Zeit rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Damals war nämlich mein Ziel nicht Wheelies, sondern ich wollte Knie schleifen können und das war dann mein tägliches Training. Und natürlich gibt es da gibt es so ein kleines Haus, das können wir vielleicht mal hier an der Stelle einblenden. Ich habe ja noch Videos von damals. Und da wohnt eben so ein etwas älterer Herr mit seiner Frau und der hasst Motorradfahrer. Ja. Der hasst es. Ich meine, der... Ich weiß genau, wen du meinst. Ja, wirklich. Und der hat immer die Polizei gerufen, stand sogar teilweise auf der Straße. Und ich wurde dann eben des Öfteren gefilzt und des Klatzes verwiesen. Weil die gesagt haben, ja, hier unnötig auf- und abfahren, unnötig Lärm. Digga, das geht nicht. Musst du sein lassen. Ja, das war schon echt. Also das war echt nervig. Vor allem hat Sachen da teilweise gebracht. Bro, der hat auch teilweise Sand und in die Kurve gelegt. Ja, also echt stimmt. Heftig. Also da war... Also Junge! Generell bist du die Strecke... Lass mal links gleich. Bist du die Strecke abgefahren und hast erstmal geguckt, ob erstens Polizei da steht und zweitens, ob in den Kurven irgendein Scheiß liegt. Also... Das war ganz natürlich wild. An den Müllermilchkurven ist die große Applauskurve. Ja. Wo sie alle reihenweise lang gemacht haben. Boah, Bro, da habe ich mich also mit meiner Tausender, mit meiner ZX-10R, habe ich da mich voll in den Graben gesammelt. Du hast das auch geschafft, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, damit. Perfekt. Also, herzlichen Glückwunsch. Gib mir vernünftig die Hand, hallo, ich herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, meine Schulter fliegt gleich raus, Bruder. Ach, stimmt. Das wäre dann ein, Achtung, richtiger Flachwitz, ein abruptes Ende für den Motoblock. Weißt du, abrupt. Da hätte der David sich mal kurz ausgelockt. Oh Mann, ey. Aber ihr merkt schon, es gibt so viele Gründe für den 125 Kubikführerschein. Und ich schwöre es euch, also wirklich, ich würde alles darauf verwetten, wenn ihr den macht, euch eine Maschine holt und dann wirklich einfach mal losfahrt und ein bisschen kontaktfreudig seid, ihr werdet die Entscheidung nicht bereuen, diesen Führerschein gemacht zu haben. Ihr werdet euren Kindern, euren Enkelkindern noch davon erzählen, weil wir werden das auf jeden Fall machen. Die Erinnerung, die wir damals gemacht haben, das ist einfach, beziehungsweise die wir gesammelt haben, das ist einfach, das ist der Shit. Das ist der Shit. Ohne Mist. Auf jeden Fall. Und man kommt halt super in das Motorradfahren allgemein rein. Ich finde, du hast nicht zu viel Leistung, du kannst jetzt nicht so viel Scheiß anstellen damit, so was dieses Schnell- oder zu Schnellfahren angeht. Klar kannst du schon, auf jeden Fall, da steckt auf jeden Fall Verantwortung hinter, aber du kannst doch nicht mal so übertriebene Scheiße bauen damit, weißt du, ich meine? So durch 200, durch die Stadt brettern oder so, oder mit 160, 140, kannst du damit nicht. Deswegen ist das eigentlich ganz geil, da so ein bisschen reinzuschnuppern, eventuell auch mit der Gasannahme oder so, wenn du aus der Kurve rausfährst, dass du nicht viel zu viel Gas geben kannst und wegrutschen kannst. Also es ist schon allgemein eine extrem geile Sache. Also sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine verlängerte Probezeit bekommst, ist schon relativ hoch. Also will ich noch nicht mal so unterschreiben. Echt nicht? Digga, das war also bei mir, ich bin ja direkt damals, als ich mit 117 durch die 30er-Zone gefahren bin, da war bei mir auf jeden Fall direkt Polen offen. Ach, du hast eine Probezeitverlängerung bekommen? Ja klar, ich hatte 4 Jahre, also da müsst ihr echt aufpassen, das ist so das Einzige. Ich meine, das gilt nicht nur für 125 Kubik, sondern auch wenn ihr allgemein den Führerschein neu habt, auch Autoführerschein, ihr seid ja 2 Jahre in der Probezeit und wenn ihr dann euch nur eine Sache erlaubt und das reicht schon, wenn ihr über ein Stoppschild rollt, ja, und nicht da anhaltet, dann bekommt ihr 2 Jahre verlängerte Probezeit und das ist das Schlimmste. Ihr müsst einfach ein Aufbauseminar machen. Freunde, ich sag euch, ihr wollt dieses Aufbauseminar nicht machen. Das ist das langweiligste, schlimmste Erlebnis, was ich in Bezug auf Straßenverkehr in meinem Leben gemacht habe. Wirklich. Das geht wirklich immer an mir vorbei. Ja. Muss ich nie machen. Und ich finde halt, sich mit Motorrad, beziehungsweise jetzt generell Motorrad, sich blitzen zu lassen, ist halt extrem schwierig. Ne? Also selbst wenn das mal passieren sollte, dass man geblitzt wird, kommt halt nicht zwingend was ran, außer die blitzen halt wirklich von hinten. Ja, stimmt, das ist echt ein gutes Argument. Das ist also wirklich das ein gutes Argument. Also ich sag mal, wenn du 10-mal geblitzt wirst in der 125er Karriere, dann kommt davon so, also die Chancenmäßig kommt da so 1-2 wieder an.
Wenn überhaupt. Also ich würde schon fast sagen, dass die Chance bei 1 ist, wenn sogar 0. Also ich wurde so oft gewitzt leider und ich kam halt nie was. Du bist doch einfach ein Raser. Habe ich ja am Anfang schon erwähnt, Freunde, wenn die Kamera gleich wieder aus ist, ich komme nicht hinterher, weil Flo mit 250 hier durch die Innenstadt fliegt, auf dem Hinterrad wohlgemerkt. Und das mit der Karre von Annika. So nicht, Minjung. Es sagt er jetzt einfach nur so, weil er weiß, dass ich einfach schneller bin. Du Penner, Alter. Oh, was hat die Radfahrerin gemacht? Ja. Das war Notstopp. Weißt du, die haben immer alle Kopfhörer auf, ich würde so gerne irgendwie einen Kommentar bringen oder so, Entschuldigung, da ist ein und so. So irgendwas heißt, um die Leute ein bisschen zu ärgern, weißt du? Ich finde das... Das, hier dieses Dress von ihr, das ist sehr interessant. Oder? Das ist, so ein bisschen. Das ist echt gut. Wir dürfen ja bitte nicht sagen, dass es einfach scheiße aussieht. Oh Mann, ey. Das ist so gemein. Oh, guck mal da oben, der Funkturm. Die Spitze, die versinkt schon so ein bisschen in dem Nebel. Uiuiui, das sieht wild aus. Da müssen wir auch mal rauf. Ich weiß gar nicht, ob man das aktuell machen kann, aber ich würde das gerne mal anschauen. Echt, da darf man rauf? Ja, da kann man drauf. Also da ist auf jeden Fall so eine Aussichtsplattform, meine ich. Ganz oben wird schwierig, aber da siehst du diesen großen Teller. Ich glaube, ja. Da kann man drauf. Da ist ja auch so ein Geländer. Oh, komm, jetzt hat sie die Kapuze aufgesetzt. Brudi. Safe, safe, safe. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben hier wirklich einiges behandelt an 125-Kubik-Themen von und? Uns. Und ganz kurz? Ja? Das Video könnt ihr selbst euren Eltern zeigen. Ja, ist echt so. Also. Wirklich, ja. Wenn ihr eure Eltern überreden müsst zu dem 125-Kubik-Führerschein, gut, vielleicht die Stellen, wo wir Wheelies machen, einfach nicht zeigen. Also die skippt ihr dann. Aber ansonsten ist das wirklich keine schlechte Sache. Weil, ganz ehrlich, am Ende haben wir nur dieses eine Leben und wir wollen das zu 100% leben und ihr beißt euch in den Arsch. Wirklich. Ihr beißt euch in den Arsch, wenn ihr das nicht tut. Wir helfen jetzt euch erstmal eure Community und zwar, wenn ihr geht jetzt zu euren Eltern und zeigt euch die nachfolgenden Sekunden. Hallo Mama, hallo Papa von ihrem Kind. Ich würde sehr begrüßen, wenn sie erlauben, dass ihr Sohn einen 125er Führerschein machen kann. Oder Tochter. Weil es ist auch schön für sie, weil ihr Kind unabhängig ist, sie müssen nicht mehr zu Geburtstagen oder Verabredungen fahren. Er kann alleine eventuell sogar morgens mal Brötchen holen gehen für sie, damit sie ein schönes Frühstück haben und eventuell noch ein, zwei kleinere Einkäufe erledigen, falls sie etwas vergessen. Das sind doch nur positive Sachen, oder? Ja, definitiv. Ja. Also, Herr Florian, das würde ich so unterschreiben. Perfekt. Ja. Also, ich meine, damit haben wir, also... Wenn das jetzt nicht erlaubt wird, dann weiß ich auch. Dann weiß ich es wirklich nicht. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Flo vorbei. Ist ebenfalls verlinkt in der Beschreibung. Und, ach so, genau, ganz wichtig, euer Feedback zum 125-Kubik-Führerschein in die Kommentare schreiben, egal ob ihr schon einen habt, beziehungsweise gerade, wenn ihr einen habt. Also einfach mal eure Erfahrungen, denkt dran, ja, hier sind ganz viele Zuschauer, die haben noch keinen 125-Kubik-Führerschein, die sind noch richtig, richtig jung. Schreibt einfach mal rein, ein bisschen geile, motivierende Geschichten, damit hier noch mehr Leute zukünftig Motorradfahrer sind. Und ich würde gerne wissen, wie ihr die Audioqualität findet. Wir haben so ein bisschen mit Adobe Audition, heißt es, glaube ich, haben wir ein bisschen rumgespielt. Vielleicht ist es ja diesmal ein bisschen besser. I don't know. Schreibt es in die Kommentare rein. In dem Sinne verabschiede ich mich. Wir sehen uns allerspätestens morgen wieder. Ja, und bis dahin, genießt die restlichen Stunden. Und das Allerwichtigste, geht steil. Bup.